Dein Ernst? Ja. Erster Fisch bei Paul. Paulchen, wie sieht's aus? Was hast du drauf? 5 cm Whisky und 1000 mal den schönen Fütter. Schöner Döbel. Geil. Kapitel 1, der beste Köder. Es gibt einen entscheidenden Unterschied bei der Köderwahl zwischen Angeleinsteigern und fortgeschrittenen Anglern. Der Unterschied ist der Fokus. Lass mich das erklären. Als Angeleinsteiger konzentriert man sich häufig zu stark auf die Wahl des Köders und zu wenig auf die Wahl der Angelausrüstung, des Angelplatzes, der Köderführung und die sonstigen Einflussfaktoren wie Jahreszeit, Belichtung, Wassertrübung, Wind und so weiter. So ging es mir zumindest vor 10 Jahren und vielen Angeleinsteigern, die ich begleitet habe. Das Problem daran ist ja, wenn man sich so stark auf den Köder konzentriert und hofft, dass der Köder für einen den Job erledigt, vernachlässigt man die anderen Bausteine, die für den Fangerfolg wesentlich sind. Das Ergebnis ist Misserfolg, Frustration und im schlimmsten Fall hört man sogar mit dem Angeln wieder auf, weil es nicht gelingt, den ersten Raubfisch zu überlisten. Ein solides Grundwissen, und zwar in allen 5 Bereichen, ist entscheidend für den Fangerfolg. Damit ihr dieses Problem nicht habt, gibt es von uns die Grundfarben. Da steht auf der Tüte drauf, wofür der Köder besonders geeignet ist. Denn weniger davon ist mehr davon, davon, davon und davon. Fortgeschrittene. Was für ein unglaublich langes Wort. Fortgeschrittene Angler verfügen bereits über ein solides Grundwissen, und zwar in allen 5 Bereichen. Wenn man schon Lieblingsköder hat, eine perfekt abgestimmte Angelausrüstung, seine Hotspots kennt, die Köderführung beherrscht und weiß, wann die Fische beißen, dann lohnt es sich, mit neuen Farben zu experimentieren und herauszufinden, was in der einen oder anderen Situation vielleicht noch den einen oder anderen Bonusfisch herauskitzelt. Dafür gibt es Sonderfarben. Ende Kapitel 1. Der beste Köder zum Barsch, Zander und Hechtangeln ist ein Köder, der zu dir und deiner Situation passt und den Job für dich erledigt. Kapitel 2. Die neuen Sonderfarben. Bei den neuen Sonderfarben ist mein Fokus diesmal Hotspot-Angelei. Wir haben sehr natürliche Farben entwickelt, um enge Räume, stark beangelte Plätze gezielt ausangeln zu können und gewässerspezifisch noch die eine oder andere Nuance justieren zu können, um dem fortgeschrittenen Angler zu helfen, noch mehr Fische zu fangen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns nächste... Kleiner Scherz. Los geht's, Sonderfarbe 1, Bandit. Bandit. Absolut geiles Design. Gibt es in 5, 6, 7, 7,5, 10, 12,5 und 15 cm. Das ist jetzt einer aus meiner Kiste, den habe ich schon gefischt, sieht aus wie eine Schiedsrichterpfeife, nicht ganz so schwarz, aber genauso zerbissen. Dunkler Rücken, gefolgt von einem goldenen Streifen, unten ein leicht transparent weißen Bauch und hinten dran ein oranger UV-aktiver Firetail. Wann benutze ich diesen Köder? Wenn ich an ein Gewässer komme, gucke ich erstmal ins Wasser rein, ist das jetzt klar oder trüb? Und dann entscheide ich mich, setze ich jetzt eine natürliche Farbe ein oder setze ich eine auffällige Schockfarbe ein? Mal ganz einfach ausgedrückt. Ich gucke in ein Wasser rein und ich kann am Ufer 1 Meter weit gucken. Dann ist das klar. Ich kann weniger als 1,5 Meter weit gucken, dann ist das trüb. Jetzt muss man sich aber noch eine Sache dazu vorstellen. Je tiefer ich in einem Gewässer komme, desto mehr nimmt die Sichtweite ab, desto trüber wird es tendenziell. Und für genau diese Situation gibt es den Bandit. Er ist nämlich einerseits auffällig, hat einen relativ starken Hell-Dunkel-Kontrast, andererseits sehr natürlich. Wunderbares Dekor für Barsche, Zander, aber auch Hechte in mitteltrüben Gewässern. Weiter geht's mit Sonderfarbe 2. Zweite Sonderfarbe heißt Bobby. Imitiert Grundeln, Gründlinge, Kaulbarsche, alles was so im Gewässer am Grund herumfleucht und so eine bräunliche Färbung hat. So sieht er aus. Habe ich im vorletzten Vlog auch vorgestellt. Viele Döbel, Barsche, Zander mit diesem Köder schon gefangen. Gibt es natürlich auch in allen Größen, so wie ihr es gewohnt seid. Hier sind nur noch 3 Köder drin, da habe ich schon einen gefischt. Besonders an Hotspots habe ich die Erfahrung gemacht, werden viele auffällige Dekore gefischt. Das macht meistens auch Sinn und viele Leute sind ja auch erfolgreich mit auffälligen Dekoren. Hat ja einen ganz einfachen Hintergrund. Der auffällige Köder ist weithin sichtbar. Der Räuber hat Hunger, sieht da schon was vorbei, etwas Auffälliges, was er gut jagen und verfolgen kann, packt zu, fertig, Fangerfolg. Super, Schockfarbe hat funktioniert. Im Laufe der Zeit werden besonders an Hotspots und in kleinen Gewässern die Fische aber sehr misstrauisch. Die haben die eine oder andere auffällige Farbe schon gesehen und reagieren darauf nicht mehr so gut. Und genau deswegen gibt es Bobby und deswegen fängt Bobby auch so gut. Er ist nicht so weithin sichtbar wie eine Schockfarbe. Er ist, ich habe dazu im letzten Video, glaube ich, gesagt, auffällig unverdächtig.
sehr schwierig zu merken, aber er ist eben gut geeignet für misstrauische Räuber, die auf Schockfarben nicht mehr so gut reagieren. Deswegen gibt es Bobby, absolut geile Farbe, habe ich immer dabei. Weiter geht's mit Sonderfarbe 3. Sonderfarbe 3, Diesel. Als wir Unterwasseraufnahmen gemacht haben, ist mir aufgefallen, in vielen Gewässern sieht die Welt unter Wasser grün aus. Ja, tatsächlich ist nachgewiesen, dass Fische Grüntöne besonders gut sehen können. Also im Bereich der Grünfarben können sie sehr gut Kontraste, Helligkeiten und Grüntöne unterscheiden. Das ist die Idee bei Diesel. Ist sehr unverdächtig, dieser Köder. Und natürlich findet man auch in der Natur ganz viele Fische, die eine grünliche Färbung haben. Mega geiler Köder zum Barschangeln. Absolut genial. Jeder fortgeschrittene Angler sollte sich den mal in Ruhe angucken. Dunkelgrüner Rücken, leicht gelblich-grünlicher Bauch. Mein Favorit, 6 cm Diesel. Zum Barschangeln, perfekt. Kommen wir damit nun zum Finale. Vierte neue Sonderfarbe, Sonderfarbe Magic. Eine kleine Bitte alle Aju-Fans, damit ihr nicht vom Stuhl fallt, haltet euch irgendwo gut fest. Jetzt wird's richtig geil. Wenn wir eine neue Farbe entwerfen, dann testen wir sehr viel vom Boot aus. Nicht, weil ich Bootangler bin, ich bin Uferangler, sondern weil ich natürlich vom Boot aus die Möglichkeit... Ich zeig euch. Weil ich vom Boot aus die Möglichkeit habe, einen viel größeren Gewässerbereich abzusuchen. Okay. Hier wäre ich auch vom Steg noch hingekommen. Aber ihr wisst, was ich meine. Den Fisch ist es ja letztendlich egal, ob ich mit dem Boot unterwegs bin oder vom Ufer aus. Vom Boot aus kann ich einfach das gesamte Gewässer nach Raubfischen absuchen. Und an manchen Tagen, ja, Leute, was soll ich sagen? Seht selbst. Fisch. Komplett inhaliert. Schöner kleiner Hit. Fisch. Der hat noch kein Maß. Mal auf. Fisch! Wow. Hier ist unser Köder, hier ist unser Hecht. Ja, bitte. Krass. Klasse. Ein richtig schöner Fisch. Krass. Herrlich. Auf Magic, also die Farbe, die ist wirklich geil. Für klare Gewässer perfekt. Da sind ein paar Hechte unterwegs. 15 cm. Oh ja. Da ist er. Wirklich klares Wasser, Magic drauf. Jupp, ist drin. Ja. Es ist unfassbar, wirklich. Ein Fisch nach dem anderen. Der nächste. Hängt. Da ist er. Richtig schöner Fisch. Jetzt die spannende Frage, wofür ist Magic geeignet? Warum gibt's Magic? Bei uns werden die Gewässer immer klarer und da brauche ich eine natürliche Farbe. Ich weiß, es gibt da draußen sehr, sehr viele Leute, die Aju lieben. Wenn du jetzt sagst, ja, Aju, den liebe ich doch, warum brauche ich Magic? Das ist Aju. Das ist der Bruder. Brutfischimitat, Ukulei-Imitat, bläulicher Rücken, leicht transparenter Bauch. Und den muss man mal so ein bisschen ins Licht halten. Der hat so einen ganz leichten Goldschimmer drauf. Sehr, sehr natürlich. Für sehr, sehr klare Gewässer, für den Räuber, der nicht gefangen werden möchte, der sehr, sehr vorsichtig ist. Und jetzt fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, was euch dieses Jahr im Angelgeschäft zum Saisonstart erwartet. Los geht's mit Bandit, so sieht er aus, besonders geeignet für mitteltrübe Gewässer. Weiter geht's mit Bobby und Diesel. Wie gesagt, hier ist mein Lieblingswort, Spruchsatz, auffällig, unverdächtig. Braunton, Grünton, besonders geeignet für Kanäle und Flüsse, also überall dort, wo ihr viele Grundeln, Kaulbarsche, Gründlinge und sowas habt. Und falls ihr sagt, alles schön und gut, aber bei uns funktionieren Kunstköder nicht so richtig, bei uns sind die Raubfische kunstköderresistent, habe ich auch schon gehört, dass es sowas geben soll, dann guckt euch mal bitte die vierte Sonderfarbe an. Also immer dann, wenn ihr extreme Sichtweiten habt, dann braucht man etwas absolut Unverdächtiges, das ist auch nicht mehr auffällig, das ist einfach nur noch unverdächtig, Sonderfarbe Magic. Das sind sie also, die vier neuen Sonderfarben. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben so lange daran gearbeitet. So ein bisschen ist es wie so ein Stapellauf beim Schiff, wenn man das letzte Mal die Sektflasche gegen den Rumpf schmeißt, bevor dann die große Reise losgeht. Ich hoffe, dass ihr damit eure Fänge steigern könnt, dass ihr eine wunderbare Saison habt. Ich freue mich auf eure Fangfotos natürlich. Es gibt auch wieder was zu gewinnen. Und zwar einmal das Paket Bandit, einmal das Paket Bobby, einmal das Paket Diesel und einmal das Paket Magic. Falls ihr eins dieser vier Pakete gewinnen möchtet, schreibt mir bitte jetzt unten in die Kommentare, welche eure Lieblings-Sonderfarbe ist und wo ihr sie einsetzen möchtet. Alle Gewinner, auch der letzten Gewinnspiele, geben wir im nächsten Vlog, Vlog Nummer 11, bekannt. Der erscheint dann nächste Woche. Da begleiten wir den Sonderfarbenverkauf statt im Angelgeschäft.
Wird eine ganz spannende Geschichte. Bleibt gesund bis dahin. Macht's gut. Euer Jens von Lieblingsködern.